Dieser Helks-Krabi, der hat schon was. Sowas, ja, wie soll ich sagen, Allerweltsmännisches. Also dieser Gigolo macht selbst vor Gericht noch eine gute Figur. Dieses großzügig geschnittene Jackett, die vornehme Blässe, Understatement bis hin zur Frisur. Und deswegen erlagen die Frauen offenbar reihenweise seinem unwiderstehlichen Charme, den er jetzt im Knast allerdings besser etwas zügelt. Wahrscheinlich schicken ihn die Damen sogar noch Liebesschwüre in die Zelle. Natürlich mit der Stopper-Postcard, die mitstoppt, wie lange die Karte zum Liebsten unterwegs war. Schnell mal mit Ride On It einen Gruß übers Internet versenden geht ja leider nicht. Obwohl man hier doch ganz einfach nette Fotogrüße kreieren und versenden kann. Ja klar, das ist natürlich eine Fotomontage. Das Original sah vorher so aus. 6 Jahre Freiheitsstrafe finde ich übrigens total unverhältnismäßig. Der Mann ist gelernter Investmentbanker. Da hätte er in derselben Zeit sicher viel mehr Schaden angerichtet. Und er hat ja niemanden gezwungen. Wellnessurlaub ist einfach so eine Art Dschungelcamp für Reiche. Schlammmaske, Blutegeltherapie und abends nimmt man dann halt, was da ist. Die Damen sind nun mal in seinen Händen dahingeschmolzen, wie das Eis bei Interactive Melt-O-Matic, wo man Eis am Stiel und Eistüten per Klick im Akkord zerfließen lassen kann. Ja, man konnte diesem Gigolo ja nicht ansehen, dass er Böses im Schilde führt. Wie man diesen Jungs auch nicht ansieht, dass einer von ihnen ein humanoider Zylon ist, dessen Ziel es ist, die anderen beiden zu eliminieren. Und angesichts dieses drohenden Schicksals hofft irgendwie jeder der 3 Mitbewohner, dass er dieses herzlose Wesen ist. Wesentlich leichter als Zylonen findet man da schon interessante Menschen in New York, jedenfalls bei der New York Times. Die präsentiert auf ihrer Website nämlich gerade New Yorker, die eine interessante Geschichte zu erzählen haben. Da gibt es zum Beispiel Audio-Slideshows mit einem Drugstore-Besitzer, einer alten italienischen Mozzarella-Macherin und einer unfreiwilligen männlichen Hebamme. Deutlich schwerer als gute Geschichten findet man dagegen oft den Namen eines Musikstücks. Doch da kann zum Glück Tunetic helfen, eine kostenlose Software, die sich über das Computermikro den Song anhört und dann den entsprechenden Titel verrät. Für diesen Song von Chromeo braucht man Tunetic aber sicher nicht. Dafür hat die Band mit diesem schönen animierten Video selbst gesorgt, das man sicher nicht so schnell vergisst. Also viel Spaß mit dem tollen Ohrwurm Take On Me. Was? Oh Gott, wie peinlich. Das war natürlich nicht Take On Me, sondern der Song Mama's Boys. Take On Me ist ja auch viel, viel älter. Wobei natürlich auch alte Sachen schön sein können. Oder zumindest ihren ganz eigenen Charme versprühen. Zum Beispiel hier bei 100 Abandoned Houses, wo es Fotos von 100 verlassenen Häusern in der Autostadt Detroit gibt. Und noch antiker geht es bei Artificial Old zu, einer Website mit jeder Menge faszinierenden Fotos von alten, verlassenen und verrottenen Einrichtungen, Plätzen, Kunstwerken, Schiffen und Gebäuden. Und wie es aussieht, wird nicht nur bei der Lufthansa gestreikt. Das war Ehrensenf, ich bin Janine und tschüss. Ja, hier so alte Sachen fotografieren ist ja gerade auch unheimlich beliebt. Ja, hat ja hier der Helks-Krabi auch gemacht.